Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Teil 332. Und für Leute, die sich fragen, warum ich das jetzt so gesagt habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Probleme. Okay, jetzt muss ich erklären. Hinter dieser Wand ist ja etwas. Wir wissen auch schon, was es ist. Es ist ein Schild und hier ist die Kette. Die ist so gut versteckt, dass ich sie einfach nicht gesehen habe. Es zeigt jetzt nur an antikes Schild. Werte 3000, Rüstungswert 45. Was es genau für ein Schild ist, ist aber nicht ganz klar. Und ja, da hat es dann noch mehr damit auf sich. Ist schon mal sehr interessant designt hier. Ja, ich war ja schon mal drin über No Clip. Ja, Cheat, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, denn wenn, dann möchte ich das schon gescheit machen. Ich musste aber tatsächlich erst herausfinden, indem ich im Internet nachgesehen habe, wo eigentlich diese Zugkette ist. Und ich war nicht der Einzige, der dieses Problem gehabt hat, weil man übersieht es schnell. Wenn man aber weiß, wo es ist, dann ist es relativ einfach. Ich bin weg. Verdammt. Oi. Ich bin weg. Und... ja, ich werde jetzt schnell reisen, weil mir das so blöd ist, unnütz den Weg zurückzurennen. Bitte, ich kann natürlich... okay, ich muss rennen. Es ist so dermaßen egal. Ich muss raus, mit wo ich hinlaufe. Andere Richtung, sehr klug. Oh, das ruckelt. Ein bisschen weiter rechts von der Ausrichtung her. Weiter rechts. Ups. Hey, ja, gib mir hier auf den Sack. Ich schaue nach unten, dann geht's schneller. Das hört sich sehr blöd an, aber einige Speedrunner werden diesen Trick kennen und ja, es hilft tatsächlich. Hey, wir haben es geschafft. So. Kleiner Hinweis, dieser Teil wird etwas kürzer, denn ja, aus zeittechnischen Gründen bin ich nicht dazu gekommen, jetzt groß einen Teil schon aufzunehmen. Und ich werde diesen Teil relativ kurzfristig auch. Ich liebe es, wenn Physik ein Weg ist. Da ich diesen Teil relativ kurzfristig aufnehme, verarbeite, hochlade, wird dieser Teil kürzer. So, jetzt was. Da ich aber jetzt keine Lust habe, den kompletten Weg da hoch zu gehen, werde ich schnell reisen. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel hat gerade ein leichtes Performance-Problem. Gibt's Schlimmeres.
Can I help you? Nope, mir kann keiner mehr helfen. Hm? Sprich mit mir, ich bin wichtig. Willst du mich verarschen? What can I do for you? Also, ich bin endlich zurückgekehrt. My goodness, you have been busy, haven't you? So those Guardians ended up actually being Dunma agents, did they? Well, I'm glad you pulled through intact, my friend. And the result of your venture is really quite an amazing find. The Amulet of Kings. But wait, that's not all you found, is it? That shield, is it? Yes, the reliefs, the materials, that style? That shield was crafted by the same artisans who carved the fabled Raymond's Wall, which makes that shield, the Shield of Raymond Cyrodiil. But that's not all. Fascinating, the shards are, reacting to the shield in some way. I think I may have some more insight into this, but I want to be certain. Can you come back in a few days? That would give me time to check a few things before delving into a lengthy tale. So, kurz gefasst. Oh. Okay, dieses Amulett der Könige, geiler Fund, aber dieser Schild, die Gravuren darauf, das Material etc., das sieht aus, als wäre es von den gleichen Leuten gefertigt worden wie Rehmanns Mauer. Ich habe keine Ahnung, wer Rehmann ist und wo seine Mauer ist, aber ja. Schön ist es, Rehmanns Wall wurde zugefügt, aber wo ist es? Egal. Er hat gesagt, wir sollen in ein paar Tagen zurückkommen und er kann uns mehr erzählen. Er hatte aber Rehmanns Wall hinzugefügt. Inwiefern weiß ich nicht. Ob das jetzt auf der... Oder ist das vielleicht ein Buch? Alter, die Ladezeiten. So. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Eigentlich wollte ich... Objekte, Bücher, nö, ich hab gedacht, dass jemand wo vielleicht entgegen ein Buch sein könnte, weil man kennt es ja, okay, ein Sachbuch über etwas, nein. Gute Frage, wo ist Rehmanns Mauer? Okay, dann finden wir das doch mal live heraus. Aber in der Zeit werde ich erstmal Geld einstecken. Oh. Man kann das Painting mitnehmen, interessant. Rehmanns Wall, Legacy of the Dragonborn. Das ist lustig. Rehmann 2, Legacy of the Dragonborn. Egal, dann komme ich halt dann zwar ein paar Tagen wieder hin, dann ist mir das auch recht. Denk mir gerade so, ja, ist seltsam. Dann werde ich das tun, was ich am besten kann. Warten.
wenn man das HUD ausblendet, dann dürfte es sicher lustig aussehen, dann quasi immer einen Screenshot erstellt bei jedem, zu jeder Stunde und dann das quasi immer weiterlaufen lässt, dann dürfte es auch ziemlich witzig sein. Ist ja doch mal ein anständiges Zeitraffer-Modi. Seit wann ist das so ein Schornstein? Gut, früher war das ja nicht so direkt. Ich finde das einen interessanten Kompromiss eigentlich. Obwohl Zeitraffer-Modus zwischen sehr geil. Mir ist noch nie dieser Schornstein da aufgefallen. Thane Breiling, at your service. Wir haben wohl ein bisschen mehr vor. Uff, darum klingt's. Leute rennen gegen die Wand. Die sind etwas überfordert. Yes? What is it? Kehre zu Aurien zurück und schau, was er herausgefunden hat. Ich habe schon mal ins Wiki reingeschaut und das ist anscheinend, ich habe es nicht weiter gelesen, aber das, wovon die Quest, wovon das ein Teil ist, die ist sehr lang. My friend, I have some incredible information about the relics to share with you. Is now a good time? Mein Freund, ich habe einige Sachen herausgefunden, die sehr interessant sind. Ist jetzt die richtige Zeit? Okay, ich kann mich hinhocken und reden. Ja gut, wir können hinpflanzen und reden. Then please, come have a seat and we'll talk. Dann komm bitte, dann hocken wir uns hin und dann werden wir reden. Oh moi, das ist beautiful. This is quite the collection. Was denkst du über das Museum? It's fantastic. You really recovered all this yourself, did you? Simply amazing. Henry could spend all day in here. Die hat so einen Dialekt, ich wollte gerade sagen, es ist ein Hauch von Schottisch. Good day. Erzähl mir etwas über die Halle der Helden. This central area is called the Hall of Heroes, and it's where I designed display space for. Ach so, ja, der labert jetzt über den Raum, in dem wir gerade hocken. Was eigentlich bescheuert ist, dass ich das gefragt. Ich habe gedacht, das ist irgendwas Questrelevantes. Haben mich alles eigentlich schon mal gefragt. Ja, wir wissen es alles. Jetzt wissen wir tatsächlich alles schon. Okay, was kommt jetzt als nächstes? You keep doing what you're doing and stop in here from time to time if you find anything interesting. Alter. Have a look around and find the spot to display it. In addition to display. Ah, good. Well, where to begin? How familiar are you with Ismir, Dragon of the North? Ah, gut, können wir anfangen. Jetzt können wir anfangen. Hast du schon mal von Ismir, den Drachen des Norden, gehört? Ich habe den Namen gehört. Well, it's actually more of a title than an actual person, as it turns out. Many feats achieved in the first two eras were attributed to Ismir, when in fact they were achieved by several people who held the title at one time or another. The two most prominent references, in fact, were Tiber Septim and High King Wolfhard, who lived at the same time, and many of their accounts were often interchanged. Other than the title itself, they were both considered to be Dragonborn, though there have been no accounts of Wolfhard actually using the voice. More importantly is the role that the Amulet of Kings plays, and Alessa herself. Upon her death, Alessa's soul was bound to the amulet, and the covenant with Akatosh was made. All of her line to follow would bear the name Dragonborn, and hence be bound by the covenant. It seems it is a much broader interpretation of the title, but it seems to connect.
Raymon Cyrodiil was of Alessian lineage, and that's why the Shards react to the shield. I've also done further research into the prophecy of the Dragonborn, and it's led to connections with the Nerevarine lost prophecy, oddly enough. It reads, "From the seventh sign of the 11th generation, neither Hound nor Gwar, nor Seed nor Harrow, but Dragonborn and Far Star marked." This clearly depicts the Nerevarine as Dragonborn, I believe, and the key relic for the reincarnated Nerevar is Azura's Moon and Star Ring, which would kill all others but the Nerevarine. I think the ring would be a key to proving some of these theories, if we could manage to find it. Naja, wie sich herausstellte, ist Ismir keine Person, sondern ein Titel. Es wurden viele wichtige Errungenschaften der ersten zwei Äras den Ismir quasi zugeschrieben. Es scheint so zu sein, dass dieser Titel auch von mehreren Leuten gleichzeitig getragen werden konnte. Die zwei bekanntesten Leute, die bekannt sind, die diesen Titel trugen, sind Tyber Septim und König Wulfruth, die beide zur gleichen Zeit lebten. Und viele ihrer Zeugenaussagen wurden oft miteinander verwechselt und vermischt. Außer dem Titel an sich wurde auch von beiden ausgegangen, dass sie Dragonborns oder Drachenblute waren. Obwohl es keine Aussagen dazu gibt, dass Wulfruth jemals die Stimme benutzt hat. Aber wichtiger ist die Rolle, die das Amulett der Könige spielt. Und Alessia selbst hat, als sie starb, ihre Seele an das Amulett gebunden. Und der Bund mit Akatosh wurde geschlossen. Und alle, die ihrer Blutlinie entstammen, würden den Namen Dragonborn oder Drachenblut tragen und somit zum Bund dazugehören. Es scheint eine sehr ungenaue Interpretation des Titels zu sein, aber es gibt Verbindungen. Raymon Cyrodiil war von Alessias Blutlinie und deswegen reagieren auch die Scherben mit dem Schild. Ich habe mich auch etwas tiefergehend mit der Prophezeiung des Dragonborns oder des Drachenblutes beschäftigt und es hat zu ein paar Verbindungen mit den verlorenen Prophezeiungen der Nerevarinen geführt. Hinweis, Nerevarinen haben vielleicht Leute schon mal gehört oder gelesen, die The Elder Scrolls 3 Morrowind gespielt haben. Und sie besagt, vom siebten Zeichen der 11. Generation, weder Jagdhund noch Gwar. Ich schätze, mit Gwar ist hier tatsächlich die Gwar-Bohne bezeichnet, also eine Bohnenart, weder Saat noch Egge. Wichtig, Egge ist ein landwirtschaftliches Gerät, womit der Boden aufbereitet wird für Leute, die es nicht wissen sollten. Aber nur das Drachenblut und die Fernstern gezeichneten, markierten Farstar-Markt wäre ja eigentlich die gezeichneten des Fernsterns, beziehungsweise die mit dem Fernstern markiert sind. Das, ich habe jetzt nicht den Kontext dazu, aber ich belasse es einfach so. Dies bezeichnet ganz klar die Drachenblute als Nerevarine, glaube ich. Und das Schlüsselrelikt für die reinkarnierten Nerevar ist Azuras Mond- und Sternring, welcher alle außer die Nerevarine tötet. Ich denke, der Ring würde ein Schlüssel zur Belegung einiger dieser Theorie sein, wenn wir es schaffen würden, ihn zu finden. Ich versuche, ihn zu finden. I would first try to locate Azura's shrine and see if you can find any sign of its fate there. I'll research and try to discover what came of it after the destruction of Dagoth Ur. Ich würde zuerst versuchen, Azuras Schrein ausfindig zu machen und schauen, ob man dort irgendwelche Informationen über seinen Verbleib herausfinden kann. Ich werde Nachforschungen anstellen und versuchen herauszufinden, was nach der Zerstörung von Dagoth Ur damit passiert ist. So, für Leute, die sich jetzt gefragt haben, was da jetzt gerade passiert ist. Wenn man länger inaktiv ist in einem Gespräch mit einem NPC, dann bricht er das Gespräch ab. Jetzt muss ich quasi aus dem Gebäude rausgehen, 24 Stunden warten, wieder reingehen und rumprobieren, dass ich wieder das Gespräch gekriegt habe. Naja, es hat dann doch funktioniert.
Aber an dieser Stelle beende ich den Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann machen wir uns auf den Weg zu Alessias Schrein und ja, machen eine Reise und suchen nach einem Ring. Sind wir dann ein Ringgefährte?